Ja, hallo zusammen. Da sind wir denn auch schon im Hauptmenü. Ja, das neue Spiel von Fist Games. Endlich ist es raus. Heute ist der 18. Ja, falls meine Zuschauer Fist Games noch nicht kennt, das sind die Macher von Pineview Drive. Heute ist der 18. März und das ist ihr neues Spiel. Auch wieder so ein Horror-LP. Ja, ich freue mich mega. Ich mache jetzt mal die Kamera an. So. Ja, da sieht man mich jetzt auch. Hallo. Ja, ich freue mich mega, jetzt das Spiel zu spielen. Yeah. Mich ja echt, seit ich weiß, dass ein neues Spiel rauskommt, habe ich mich da sehr drüber gefreut. Ich habe leider gehofft, wieder mit meinem tollen Headset auch. Ich hatte extra, was wollte ich jetzt sagen und nicht lügen? Mein neues Mikrofon bestellt. Das kam leider jetzt nicht mehr rechtzeitig an. Ich dachte, das könnte ich dann auch nochmal mit der schönen Tonqualität hier das Spiel aufnehmen. Hat leider nicht geklappt. Naja, beim nächsten Mal. Vielleicht in anderen Folgen. Jetzt müssen wir uns erstmal mit meinem schönen Headset begnügen. Ja. Gut, ich habe hier schon eingestellt. Darstellung. Ich hatte jetzt kurz einmal angetestet. Die Grafik Engine ist wohl dieselbe wie bei Pineview Drive. Jedenfalls habe ich mega Probleme, wenn ich es hier auf hoch stelle. Ich lasse es gleich auf niedrig. Der Riesenunterschied bei der Grafik ist jetzt eh nicht da. Wir haben hier neu den Schwierigkeitsgrad. Ich lasse ihn jetzt einfach mal auf leicht, weil macht beim Spiel selber jetzt nichts aus. Nur dass wir halt entsprechend Hinweise kriegen, wie wir Pineview Drive kennen. Wenn wir lange Zeit irgendwo umehren und nichts finden, dass er denn sagt, oder die Person, die wir denn spielen, sagt, hier, guck mal da, mach mal dies, das, jenes. Das wäre dann auf leicht, normal halt ein paar weniger, aber schwer würde gar nichts kommen. Ah, nee. Lass mal, ich lasse es denn deswegen auf leicht. Wir werden uns ohnehin schon tot erschrecken bei dem Spiel. Mit Sicherheit. Ich weiß, es spielen wohl viele so Horror-Elemente, also in Form von, also Puppen natürlich wieder. Jawohl. Ihr wisst ja noch, der Clown aus Pineview Drive, der hat mich verrückt gemacht. Spinnen und anderes, andere Krabbelviecher und so. Und ich habe ja ohnehin schon Schwester verschwinden, also Katastrophe. Ja, gibt's nicht viel zu sagen. Ich klicke neues Spiel. Und dann gucken wir mal. Liebe Sarah, du kannst dich sicher nicht mehr an mich erinnern. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du gerade deinen zweiten Geburtstag gefeiert. Kurz danach kam es zu einem großen Streit in der Familie, nachdem dein Vater und ich nie wieder ein Wort miteinander gesprochen haben. Als ich vor einigen Monaten schwer krank wurde und kurz darauf erfahren habe, dass dein Vater verstorben ist, wurde mir erst bewusst, dass ich meine Fehler von damals nie wieder in Ordnung bringen kann. Wenn du diesen Brief bekommst, bedeutet dies, dass ich den Kampf gegen den Krebs verloren habe und auch dich nie wieder sehen werde. Ich kann nicht rückgängig machen, dass ich mein ganzes Leben nie für dich da gewesen bin. Aber ich möchte es ein Stück weit wieder gut machen, indem ich dich zur alleinigen Erbin meines gesamten Besitzes ernannt habe. Dazu gehört auch mein altes Landhaus. Den Schlüssel zum Anwesen habe ich diesem Schreiben beigelegt. Den Schlüssel zum Hauseingang findest du auf dem Grundstück, gut versteckt in einer alten Vase. Ich hoffe, dass ich dir damit ein wenig zeigen kann, dass ich trotz allem, was passiert ist, immer an die Familie gedacht habe. Ich wünsche dir ein schönes, langes Leben und dass du dich an dem alten Anwesen erfreust, was mir zu Lebzeiten auch sehr viel Freude bereitet hat. Dein Onkel Arthur. Ah, verdammt, oder was? Ja. Spielt anscheinend die Frau. Unser Opa ist verstorben. Hier sehen wir noch dieses wunderhübsche Intro, wo wir jetzt gerade auf dem Weg zu dem Anwesen sind. Ravenscourt Presents. Fist Games Production.
Obscuritas. Konzept und Idee André Bürger. Gut, das müssen wir uns jetzt nicht alles vorlesen, ihr könnt ja selber lesen. Also ich kann das jetzt nicht wegdrücken, aber können wir uns nochmal an diese wunderschöne Aussicht hier genießen. Und nebenbei was trinken. Und da sitzen wir. Gut, ist jetzt nicht gerade der Grafik-Burner und dafür, dass wir es auf niedrig spielen, sowieso nicht mehr. Aber das soll sich Spielspaß nicht rauben. So, da sind wir auch schon im Spiel. Willkommen im Spiel Obscuritas. In diesem Spiel bist du ganz auf dich alleine gestellt. Ja. Im eingestellten Schwierigkeitsgrad bekommst du hin und wieder kleine Hilfestellungen. Benutze die Tasten W, S, A, D, um dich zu bewegen und die Maus, um dich umzusehen. Ja, das wusste ich selber. Mit der Umschalttaste kannst du sprinten. So, wir gucken jetzt mal hier. Auf Fischis! Und Enten. Tja. So, ich laufe jetzt hier mal ein bisschen. Da vorne ist unser Anwesen schon. Also wie ich eben schon gesagt habe, ich hatte das halt schon angetestet. Ich habe so weit gespielt, bis ich ins Haus reingekommen bin. Danach habe ich aufgehört. Oh, ich höre hier schon wieder rascheln im Gebüsch. Drücke ihr linke Maus, um Gegenstände aufzunehmen. Da haben wir unser Anwesen. Wieder so ein riesiges, altes Haus. Wobei, das sieht nice aus. Also, anders als bei Pineview Drive, kriege ich hier nicht sofort einen Schauer über den Rücken, wenn ich das sehe. Jo, also hier haben wir die Eingangstür. Der Schlüssel soll ja in einer Vase versteckt sein. Ja gut, ich weiß jetzt halt schon, wo die Vase ist. Ist sie jetzt? Ach, guck mal, das habe ich vorher gar nicht gemerkt. Wir können hier jetzt springen. Oha. Scheiße. Das heißt ja bestimmt hier... Oh Gott. So, gut. Jedenfalls, wie gesagt, weiß ich jetzt, wo der Schlüssel ist. Und zwar war der... Da war der drin. Tata. Das hier... keine Ahnung. Ein Baum. So, da müssen wir hin. Wieso ist hier eigentlich... Leben hier Schweine oder sowas? Ist das hier Pferde? Ich komme jetzt auf Schweine. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich krieg Gänsehaut. Dabei passiert hier gar nichts. Das sind irgendwelche Vögel hier. So. Und da sind wir auch schon drin. Spielstand wurde gespeichert, alles klar. So, bis hierhin hatte ich gespielt. Hier drin habe ich mich nicht umgesehen und gar nichts. Ich hatte nur einmal kurz geguckt. Das Wichtigste. Oh, wir haben ein Haus, wo Licht funktioniert. Zumindest noch. Ich hoffe, man sieht mich jetzt auch in der Kamera besser. Ich habe jetzt so leichten Schein von der Seite. So, wir haben hier wieder diese komischen Büsten und so. Weil das Haus sieht ja schon allgemein irgendwie hübscher aus als... bei Pineview Drive. Nein, aber das Licht machen wir trotzdem an. Okay, hier können wir rein. Oh Gott, wieder 1000 Türen. Warum habe ich das Gefühl, das ist so ein ähnliches Prinzip wie bei Pineview Drive? Ey, cool, wir haben sogar Hände und Füße. Ist ja nice. Und guck mal, diese Textur kennen wir sogar noch. Die war auch bei Pineview Drive. Naja, Gott, sind hier ein paar Texturen wiederverwendet worden. Alles halb so wild. Es ist ein kleiner Entwickler. Glaube ich. Irgendwie so. Ja. Das ist unsere Oma oder wer oder ich habe keine Ahnung. So, kommen wir hier rein? Nein, hier kommen wir nicht rein. So, dann gehen wir jetzt hier unten mal hin. So, das weiß ich gar nicht eigentlich. Was sollen wir denn jetzt eigentlich machen?
Blut. Ah, die Büste kennen wir auch noch. Oh, oh Gott. Aber, wir machen mal Licht an. Und können wir hier rein? Nein. Warum? Ich, das wird bestimmt dasselbe sein wie... Wobei, von der Größe, also der Spielumfang oder die Spiellänge, die müsste wohl um eine ganze Ecke länger sein als bei Palm Beach. Jedenfalls ist das Spiel um eine Ecke größer. Um einige Ecke, was ist das für ein Deutsch? Eine ganze Ecke größer. So, lesen wir mal. Es gibt sicher viele Dinge, die ich auf meinen vielen Reisen gelernt habe. Eines davon war die Tatsache, dass es immer noch viele Dinge gibt, die die Wissenschaft bis heute nicht erklären kann. Es gibt sogar Dinge, die sich nur im Licht einer Flamme zu erkennen geben. Okay. Gut, ich habe jetzt gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen damit gerechnet, dass jetzt irgendwas kommt, wo ich den Brief lese, dass irgendwie auf einmal der Tag zu Ende ist. Haben wir hat Drive geschädigt. Ist aber anscheinend nicht so. Und was soll uns das sagen? Aber an die Schränke kommen wir nicht ran. Hier ist noch ein Zettel. Ich komme schon seit Tagen nicht mit meiner Arbeit weiter. Oh, Scheiße. Nicht, dass ich das jetzt weggedrückt habe. Nö. Das würde mir ein Perspektivwechsel mal wieder helfen. Das Bild kennen wir auch noch. Kann ich mich hier drin sehen? Nö. Hier funktioniert das Licht anscheinend nicht. Und wir haben Batterien gefunden, das heißt, wir werden hier wahrscheinlich auch nachts unterwegs sein. Oder zumindest, wenn das Licht nicht mehr funktioniert. Hä? Seht ihr das? Gänsehaut. Ah. Hier kommen wir nicht hin. Was war denn das gerade? Als ob ich hier irgendwie fotografiert wurde. Hä? So, gehen wir mal hier weiter. Okay. Muss das Licht bitte an? Danke. So, was haben wir denn hier so schönes? Ein Ofen? Was ist denn das? Oder einfach nur so eine Statue? Keine Ahnung. Batterien! Du brauchst. Ach ja, ich darf ja nicht. Aber das darf ich. Ha. Nochmal. Das ist bereits 10. Die will ich haben da. Gib her. Hier will ich aber cool. Machen wir Überlichter. Was ist denn da? Was sind das für komische Dinger? Stell mal vor, die bewegen sich aber mal. Kann ich das abnehmen? Nö. Naja, warum soll ich das auch machen? Aber warum ist hier alles abgedeckt? Warum ist das so? Und warum. Was soll ich denn jetzt hier machen? Also ich bin dafür, dass wir uns jetzt hier hinsetzen und die wunderschöne Decke begutachten. Nein. Lieber... Oh! Hä? Hier liegt hier eine Mausefalle. Ich mach hier mal Licht an. Tata. Oh, das sieht aber hübsch aus. Nice. Aber ich kann hier immer noch nichts machen. Nicht wirklich. Hm. Gut, wir haben anscheinend aber eine Rattenplage, eine Mauseplage gedöns, Dingsen, also. Was soll das denn? Das Bild kennen wir auch noch. Ja. Oh, hier komme ich ja nicht rein. Okay. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Nein. Da war er. Meine Güte! Schweinehunde! Wäre das jetzt dunkel? Langsam? Irgendwie zieht auf jeden Fall so ein Unwetter auf oder so, ne? Kann das sein? Mann! Warte mal, was. Warum geht denn hier das scheiß Licht nicht an, Mensch? Würde ich irgendwie am Bändchen ziehen oder sowas? Nö. Das wird dunkel langsam.
will aber nicht, dass es dunkel wird. Wieso ist hier das Licht aus? So. Oh, hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Kann ich hier das Teil drehen? Nö. Meine Güte. Hallo? Okay, da kann ich eben nicht laufen. Kann ich noch rausgehen? Nö. Egal. So, gucken wir nochmal oben. Kann ich irgendwas übersehen gerade? Ist hier irgendwas auf dem Boden oder so? Hier kann ich ja nicht rein. Gehen wir hier mal im Kreis. Das hat bestimmt mein Opa immer gemacht. Immer da hoch, da wieder runter oder andersrum. Für ein bisschen Abwechslung, damit er mitbleibt. Hat anscheinend nicht sehr viel gereicht, wenn er jetzt hops gegangen ist. Wo soll ich denn jetzt hin? Wo soll ich jetzt hin? Was soll ich jetzt machen hier? Mensch! Jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Wenn ich da jetzt nochmal reingehe, passiert das jetzt nochmal? Nö. Mach doch mal diesen scheiß Wecker aus, Mann. Warum klingelt der denn ständig? Hier ist auch eine Mausefalle. Liegt doch bestimmt irgendwas auf dem Boden, was ich übersehe, oder? Hier. Hä? Hey, ich wollte gerade sagen, ich sehe da eine Hand. Da ist eine Hand aufgeblitzt, wenn ich laufe. Kein Wunder. So, gib mir doch einfach mal die Taschenlampe. Ich muss mich daran gewöhnen, dass wir hier auch springen können. Warum ich noch nicht genau weiß, wieso wir hier springen müssen. Was ist denn? What the fuck? Finde ich aber gar nicht schön. Nicht an. Ich sehe das doch jetzt schon. Wir drehen uns hier gleich irgendwo um und dann. Okay. Okay, hier sind ganz komische Geräusche. Gehen wir hier mal rein? Ah, diesmal geht er nicht. Da können wir jetzt nämlich rein. Siehst du? Meine Güte, bin ich gut. Nicht, dass ich das gewusst hätte. So. Hübsch. Nice. Aber endlich ist es hübscher. Haben sie die Beleuchtung überarbeitet? Irgendwie sieht das alles ein bisschen hübsch aus. Was haben wir da? Da. Channel. Hallo, Sarah. Moin. Wie ich sehe, hast du den Schlüssel zum Haus gefunden. Um es dir aber nicht zu einfach zu machen, habe ich dir noch eine Reihe von Rätseln hinterlassen. Mit diesen Rätseln sollst du mir ein letztes Mal beweisen, dass du meines Erbes auch würdig bist. Ich hoffe, dass du auch diese letzten Hürden meistern wirst. Schau dich dazu immer in den einzelnen Teilen des Hauses genau um. Wenn du genau hinschaust, wirst du sicher herausfinden, was du machen musst, um den nächsten Teil des Hauses zu erreichen. Ich wünsche dir viel Glück. Was? Rätsel? Was soll der Blödsinn denn? Jetzt haben wir den Schlüssel. Und was noch viel wichtiger ist, wir sind inzwischen bei wieder gut 20 Minuten. Deswegen würde ich sagen, hier so wie die Rätsel anfangen, springen wir hier rauf. Und spring hier so rum. Nein, würde ich sagen, beenden wir hier die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich war hochmotiviert. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ciao.